Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zum Nexomon. Immer noch mit dem alten Team hier, was wir im letzten Part ausgekramt haben. Das ist eine brandaktuelle Folge, denn ich habe keine Nexomon-Folgen mehr. Deswegen muss ich gerade am 27. noch kurz aufnehmen. Und ja, jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Und das heißt, es werden auch besondere Regeln gelten. Ich werde einfach auf dem Weg, den wir hier gehen, das fangen, was uns vor die Flinte kommt. Ich werde das dann nachträglich noch nachgucken, was ich eventuell nicht gefangen habe. Ja, ganz klar. Aber vorerst du hast einen Fessler gefunden. Um ganz um ehrlich zu sein, ich fange gleich mal an, wahrscheinlich den EP-Teiler zu benutzen, denn dieses Team ist um einiges schwächer als ja so manch anderes Team, was ich so benutzt habe hier. Ne? Wir werden es gleich sehen. Nur deswegen werde ich jetzt den EP-Teil anmachen. So, mal gucken. Mein Main-Team werde ich natürlich keine EP-Teiler geben, das viel zu OP wäre. Halt die Backen. Komm, let's go. Was bist du denn bitte? Geh weg. Hallali. Der Kollege hat Schaden gedrückt. Ja, halt die Backen. Also damit gewinnen sie keinen Blumentopf. So, jetzt switchen wir aus. Das Ding da. Let's go. Wir sind so overleveled, aber bekommen noch ordentlich auf die Fresse. Das ist sowas von übel. Dankeschön. Aristokan. Okay. Ja, 131. Hallali. Das kann man auch Zerstörung nennen, ne? Schade nur. Okay. Du kannst umsonst weitergehen, aber nur dieses eine Mal. Ja, beim nächsten Mal wirst du genauso geflext, Kollege. Okay, let's go. Nächster Kollege.
Weg. Hello, what? Genau so ein Dulli. Oh. Das war klar. Dass das jetzt nicht ausgereicht hat, weil jetzt kommt der noch. Ja, war sowas von klar. Geh weg. Einfach Fresse halten, gib mir den Golden Nexus Trap. Wahrscheinlich waren hier mal Diamanten drin, weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Oh. Nochmal nach unten, Bruder. Münzen, yes. Und etwas muss ich auch noch direkt anmachen und das ist Nexo Charm. So, hier soll es wieder neue Viecher geben. Hier, Shashok. Oh Gott. Wer kam auf diesen Namen? War sowas von klar. Problem ist, ich kann es einfach nicht schwächen mit diesem Team. Nicht mal ansatzweise. Hey, also langsam wird es ein bisschen kritisch. Kann ja von Glück reden, dass er immer fehlt, ne? Dankeschön. Hier, das Ding hat nicht mal eine Entwicklung. Uff. Und tschüss. Was ich halt schon sagen kann, mit diesem Team werdet ihr Omnicron nur sehr schwer besiegen. Achtung, Piraten in diesem Gebiet. Sehr früh die Warnung, du Volldepp. Aber gut.
Ach ja. Das Ding ist ja auch immer noch. Gut, dann machen wir das so. Oh, Gervore. Klappt. Direkt. Okay. Nehmen wir natürlich ganz gerne an. Und ist drin. So, gucken wir das Ding mal an. Hat das Ding eine Entwicklung? Hier. Ja, Level 16. Hat eine Entwicklungsstufe. Und tschüss, Aziton. Ja, das Ding will ich auch noch. Und tschüss. Er überlebt den Schrott einfach. Puh. Und tschüss. Ja, ich bin stark. Das ist nichts Neues. Langsam langweile ich mich von diesen Trainern. Ja, das Training wird definitiv vereinfacht. Durch den Nexo Charm kann ich definitiv so unterschreiben. Ja, komm, laber nicht. Zeig, was du kannst, Bruder. Tschüss. Tschüss. Da sollte ich eigentlich nicht, aber gut. Let's go. Nein, keine Chance. Ich werde dir niemals erzählen, dass du Meridas Karriere zerstört hast. Oh Gott. Kann dir niemand erschießen, Pentapus? Alles klar. Das einzige Ding, was irgendwie, naja, ihr wisst schon, hätte es sinken, kann nicht sehen.
Let's go! Dankeschön! Tomatorn. Verpiss dich, dankeschön. Ja, klar. Nicht übertreiben, ne? Nicht größenwahnsinnig werden. Ihr kleinen Landratten. Easy. Wie ich es einfach liebe, ne? Kannst alles eigentlich one-shotten, aber du kriegst einfach zum Teil so einen Schaden. Ne? Ich denke mir dann immer. Willst du mich verarschen? Aha. Verpiss dich. Und tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich für eine Sekunde überlegt, ob ich jetzt nicht etwas anderes machen soll. So, let's go. Wir kämpfen natürlich gegen alle, die wir sehen. Gibt dafür ein Achievement. Und das möchte ich ganz gerne haben. Oh Gott. Bin ich froh, ist das daneben gegangen. Ah ja. Das geht auch. So, haben wir hier noch ein Nexomon, was wir noch nicht haben? Anscheinend nicht. Gott, wie lange ist denn der Wald?
Handy Level 54 mit unserem Pony. Dich nehmen wir auch hops. Einfach nur, weil du ein Gegner bist. Ja, nochmal. Jetzt hat er noch zwei Viecher. Okay. Ja, jetzt muss ich auswechseln, ne? Oh man. Oh. Aulok, hi. Puhu, das war knapp. Komm da rein, renne ich jetzt. Fun Throw, okay. Oh, nicht schon wieder der. Was hat so lange gedauert, mein Baby war in Gefahr? Geduld, Miss Bella. Du musst geduldig sein. Geduld? Das dauert nur schon 2 Tage. Cool, ja, aber... Keine Entscheidung, du musst ihn heute retten. Who? Und wer sollst du sein? Was stimmt nicht, kennst du sie? Sie sind meine Assistenten. Sie sind gekommen, um mir bei diesem Job zu helfen. Bezaubernd, ganz bezaubernd. Du wirst alle Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Ich erwarte einen Bericht sehnsüchtig. Aber sicher, Miss Bella. Oh Mann, was macht er bei dieser alten Schreckschraube? Aie. Was soll er macht ihr beide hier? Das sagt, bist du unser Boss? Danke euch beiden, hat mich der nächste Lord gefeiert, ihr wisst das schon, oder? Aber jetzt arbeite ich für Miss Bella, die reichste Person der Welt. Worum geht bei dem Job? Irgendjemand hat ihren Sohn entführt, nun muss ich die Brut retten. Wow, das ist der Harte. Irgendwelche Hinweise? Ja, er ist zu Hause. Du hast die Schlüssel verloren, ne? Sei ruhig und lass mich ausreden. Wir wissen, dass er in der Villa ist, wir kommen aber nicht hinein. Irgendjemand hat das Sicherheitssystem gehackt und die Tore sind fest verschlossen. Diese Person ist verdammt vorsichtig, ich suche seit 2 ganzen Tagen vergeblich nach Hinweisen. Warte eine Sekunde, jemand hat das Sicherheitssystem gehackt? Hey, das könnte Eli gewesen sein. Aber warum sollte sie ein Kind einsperren? Es ist nicht irgendein Kind, Idiot. Dieser Junge wurde vor kurzem als Aufseher eingestellt. Dieser Kind ist ein Aufseher? Ich verstehe, jetzt macht es Sinn. Wenn er Aufseher in seinem eigenen Haus eingesperrt ist, dann ist es immer nicht möglich, Ellie zu fangen. Sie muss in Sicherheit sein. Wir haben einen Deal für dich. Wenn ich euch helfe, euren Freund zu finden, lasst ihr dann den Aufseher frei. Gut, was auch immer, ich will nur diesen Job erledigen. Dann triff mich am Eingang der Villa. Okay.
Das ist es, Ellie. Versteckt es sich irgendwo in der Stadt. Wir können sie finden, bevor er den Exolord tut. Monkapoo. Hi. Und direkt drin. Richtig fett. Ah, da hat sogar ein Totem, sehr nice. Vanarossa. Also Vanarosta. So. Sehr nice. So, ich bin wieder eingedeckt. Die werden sich hier vor der Villa treffen, ne? Hat sie wirklich kein Item? Nicht mal vielleicht, okay. Da hat es eins. Ein Brandheiler. Da ist was. Eigentlich gibt es hier eine richtig fette. Mission dazu, aber ich weiß halt nicht, wann es kommt. Da. Wir decken uns jetzt über die Leute hier ein. Eine nice Geschichte. Ich denke, das führt aus der Stadt hinaus. Wir müssen Ellie zuerst finden. Erinnerst du dich? Lass uns erstmal zurückgehen. So. Oh. Weil ich will nicht zur Villa. Oh, ah, da bist du ja. Wow, dieser Typ lebt hier. Warum kümmert er sich überhaupt darum, als Aufseher zu arbeiten? Du kannst nie genug Ruhm haben. Also, wie ist der Plan? Selbst wenn Ellie wirklich das Sicherheitssystem gehackt hat, wird es schwer, das durchzukommen. Zumindest wissen wir, dass sie sicher vor dem Aufseher ist. Habt ihr von den jüngsten Überfällen in dieser Stadt gehört? Das ist ein sehr schwer zu fassender Dieb. Irgendwas sagt mir, dass er vielleicht mit deinem Freund zusammenarbeitet. Warum sollte Ellie mit einem Diebe zusammenarbeiten?
Naja, er muss ein sehr gutes Versteck haben, denkst du nicht? Sie teilen es sich vielleicht. Also wie finden wir diese Diebe? Du willst vielleicht die mit dem Ladenbesitzer sprechen, er ist ein der Opfer des Diebes. Okay. Klingt nach einem Plane. Lass uns den Ladenbesitzer nach Hinweisen über diese Diebe fragen. Mit etwas Glück wird uns das zu Ellis Versteck bringen. Okay. Oh Gott. Hallo, bist du nicht das gehört, der den Exolot so viel Ärger verursacht? Das Geld von diesem Ort gehört ihm. Ich werde dich nicht stören lassen. Ich habe extra stark Nexomon vom Exolot selbst erhalten. Du kannst mich nicht aufhalten. Moment. Let's go! Noch den Kampf und dann beenden wir die Folge für heute. Oh, Achtung. Okay. Oh Gott. Man war so weg. Ah, oh. Zum Glück war das nicht sehr effektiv. Hä? Das hat er überlebt. Ja, jetzt muss ich auswitchen. Oh ne. Aber gut, gegen das habe ich auch was. Let's go. Und tot. Keine Möglichkeit. Du denkst, das war alles? Ich bin hierher gekommen, vorbereitet. Okay, nochmal 4 Viecher, das heißt 8 in Folge besiegen. Interessant. Wir switchen mal hier raus. Soll mich jetzt das jucken? Nicht wirklich. Oh Mann.
Ja gut, das war sein Fehler. Jetzt kann ich ihn dafür bestrafen. Sehr schön. Noch ein Fehler. Tschüss. Dann haben wir Tefragon. Oh Gott, hat der. Ja, das habe ich kommen sehen. Ja. Dann hier. Weil, wie gesagt, das Ding hat den stärksten Angriff. Zumindest gegen unentwickelte Nexomon. Ey, aber auf seltenem Niveau. Ansonsten skalieren natürlich die seltenen besser. Unmöglich, das war ein besonderer Nexomon. Der Nexoguard wird bald hier sein. Die Nexoguard wahrscheinlich, sollte das heißen, okay. Sie haben einen tollen Service für die Stadt gemacht, Kind. Das ist die Art von Sachen, auf sehr müssten umgehen. Aber Spencer ist nicht gut. Was? Die Bank ist ein Chaos jetzt, aber fühlen Sie sich frei zu gehen und überprüfen Sie die Menschen, die Sie gerade gerettet. Okay, also der Typ kann definitiv nicht sprechen. Würde ich mal behaupten. Goldener Nexotrap, gratis. Dann haben wir hier 200 Münzen gefunden, gratis. Dann haben wir 100 Münzen gefunden, gratis. Okay. 200 Münzen gefunden, gratis. Und nochmal. Ja gut, also groß was haben wir hier jetzt nicht gefunden. Zwei goldene Nextraps. Das ist jetzt ein Highlight. Zwei goldene Nextraps. In einer Szenerie, ne? Sehr, sehr cool, Mann. Sehr coolante. Jo, also das war's für heute, meine Freunde. Im nächsten Part sehen wir uns wieder, wenn es denn wieder heißt Nexomon 1, Freunde. Tödelö.